Ja, der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns endlich eine Diskussion erleben. Wir haben viele Redner gehört, Vorträge gehört, Workshops gehabt. Und jetzt kommen wir zu einem Podiumsgespräch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Denn ich finde es in der heutigen Zeit überhaupt nicht selbstverständlich, dass Anhänger von ganz konträren Weltanschauungen sich einfach bereit erklären, hier bei einem Glas Mineralwasser, wir haben nicht mal Rotwein hier, jetzt hier miteinander ins Gespräch zu kommen über ihre unterschiedlichen Weltanschauungen. Von daher herzlich willkommen, Dr. Dr. Joachim Kahl, hier zu meiner Linken. Und Dr. Jürgen Spieß, zu meiner Rechten. Joachim Kahl ist in Köln geboren und beseelt vom redlichen Wunsch, Pfarrer zu werden, steht auf seiner Homepage, hat er das Theologiestudium angetreten und dabei aber den Glauben verloren. Bereits als innerer Atheist promovierte er dann 1967 an der Marburger Universität und trat kurz darauf aus der Kirche aus. Und manch einem ist vielleicht dann sein Buch aus dem Jahr 1968, Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne Gott, bekannt. Er wechselte dann nach Frankfurt, studierte Soziologie, Philosophie, Politik und machte nochmal einen Doktor 1975, als ich gerade geboren wurde. Da hat er schon einiges anderes erlebt. Und in den 90er Jahren, so schreibt er dann, hat sich in einem längeren Prozess dann aber auch seine ursprüngliche Orientierung zum Marxismus gelöst. Und ja, er vertritt jetzt eine andere Art von Atheismus, auch nicht den neuen Atheismus, wie ihn Richard Dawkins oder Michael Schmidt-Salomon ja zum Beispiel hier vertreten. Ganz frisch herausgekommen ist sein Buch Humanismus, eine Einladung, das auch hinten am Büchertisch liegt, 2021 rausgekommen. Ja, Jürgen Spieß ist hier in Hessen, in Dillenburg, geboren, stammt nicht aus einem christlichen Elternhaus, sondern aus einem skeptischen Elternhaus. Und durch Impulse eines Mitschülers kam er zum Glauben, studierte alte Geschichte in Gießen und München, wo er dann bei Hermann Bengtsson promovierte, auch 1975, also sehr spannende Parallelen hier. Und dann führte ihn sein Weg in die SMD, wo er unter anderem auch 15 Jahre Generalsekretär war, und Vorträge bis nach Akademgorodok, also bei Novosibirsk, gehalten hat, aber auch im deutschen Sprachraum natürlich, im Balkan und so weiter, also weit rumgekommen, mit Vorträgen insbesondere zu althistorischen Themen wie die Frage, ist die Auferstehung Jesu historisch glaubwürdig? Auch er hat Bücher geschrieben, Jesus für Skeptiker zum Beispiel, liegt auch hinten am Büchertisch aus, oder ist Jesus auferstanden, ein Historiker zur Auferstehung von Jesus Christus, auch das liegt hinten aus. Zu seiner Biografie gehört außerdem, dass seine erste Ehefrau und das Kind bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. 1999 gründete er das Institut für Glaube und Wissenschaft, mit dem wir uns jetzt gerade hier versammelt haben und das er bis 2015 auch geleitet hat. Ja, ich glaube, jetzt habe ich unsere beiden Gesprächspartner hier etwas vorgestellt und ich finde es sehr spannend, dass wir es mit zwei Konvertiten sozusagen zu tun haben, jeweils in die andere Richtung. Und deswegen wäre das auch meine erste Frage, die alle beide auch beantworten dürfen. Welche Rolle spielte der Glaube in Ihrer Kindheit und Jugendzeit, beziehungsweise mit welcher Weltanschauung sind Sie ursprünglich aufgewachsen? Was hat Sie geprägt? Wir fangen mal hier mit Herrn Kahl an. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Dank auch an die Institution, die uns dieses Treffen ermöglicht. Den Begriff Konvertit, der mir natürlich vertraut ist, lehne ich für mich ab. Das ist natürlich seine Freiheit gewesen, des Wortspiels wegen, zwei Konvertiten, mich so zu bezeichnen. Ich würde sagen, ich habe mich geistig und spirituell, ein Begriff, den ich auch gerne auf mich selbst anwende, weiterentwickelt, ohne in eine Konvertitenmentalität oder im politischen Bereich, nennt man ja das Konvertitentum auch Renegatentum, verfallen zu sein. Konvertiten sind Leute oft, die dann in einer übertriebenen Eiferer, in einem Eiferertum sich gegen das Verflossene ihres eigenen Lebens wenden. Das mag ganz am Anfang hier in Marburg, als ich frisch promoviert, dann in Köln, meinem ersten Wohnsitz, aus der Kirche ausgetreten war, im Kölner Standesamt,
Da mache ich so eine emotional bedingte Abkehrmentalität gegeben haben mit antithetischer Akzentuierung. Aber im Prinzip ist mir Konvertitentum fremd, sondern ich beanspruche, dass ich mich geistig weiterentwickelt habe, aus Irrtümern und Illusionen befreit und ohne die Beschränktheiten des Konvertitentums, nämlich einer übertriebenen Negativität, mich befreit habe. Ich stamme aus einem liberal-protestantischen Elternhaus in Köln-Deutz, Köln-Kalk, rechtsrheinisch. Meine Eltern waren liberal-laxe Protestanten. Mein Vater war Presbyter, Kirchenältester, aber ohne tiefergehende religiöse Mentalität, wie sie mir dann in Bonn, wo ich Theologie studierte, anfing zu studieren, auch bei SMD-Vertretern begegnet war, sondern ich habe im Abituraufsatz, den man damals noch schreiben musste, geschrieben, ich will entweder evangelischer Pfarrer oder Lehrer werden. Das war meine Mentalität und habe auch formuliert, ich will den Menschen helfen, ohne dass das schon gleich mit einem Helfersyndrom, eben einer übertriebenen Helfersehnsucht verbunden gewesen wäre. Aber so war die Motivation und dann bin ich richtigerweise hier nach Marburg gekommen, von Marburg dann auch ein Jahr nach Zürich gegangen, wo Gerhard Ebeling, der Systematiker der Bultmann-Schule, gelehrt hat. Dort habe ich auch Paul Tillich kennengelernt, der für ein halbes Jahr dort Gastprofessor aus USA war, da war. Und während des Theologiestudiums, nicht zuletzt eben durch die damals avantgardistischste Variante, ist mir der Glaube sozusagen unter den Händen verschwunden, weil eben die Bultmannschen historisch-kritischen Lehren, die ich damals selbst wahrscheinlich relativ unkritisch übernommen habe, zum Beispiel die Auferstehung Jesu von den Toten als Illusion betrachtet habe, sodass mir tatsächlich, wie ich gerne sage, wie eben auch zitiert wurde, ich durch mein Theologiestudium zum Atheisten geworden bin, zum Ungläubigen. Ich bestätige also insofern die Kritik, die schon damals von Gegnern innerhalb des Protestantismus gegen die historisch-kritische Exegese geübt wurde, nämlich dass sie den Glauben zerstört. Das hat sie tatsächlich bei mir getan und dann musste ich mich natürlich neu orientieren und das war 67 am Vorabend der Studentenrevolte klarerweise Philosophie und Soziologie und da war der Weg von Marburg nach Frankfurt kurz, nämlich dass ich dort Horkheimer, Adorno und Jürgen Habermas, aber auch andere, Alexander Mitscherlich kennengelernt habe und dort versucht habe, eine neue theoretische Basis zu finden. So viel. Vielen Dank. Da war jetzt im Grunde die zweite Frage auch gleich schon mit drin. Von daher, Jürgen, wenn du uns auch erzählst, was deine Kindheit geprägt hat und wie du dich dann weiterentwickelt hast, machen wir auch gleich beides in einem Aufwasch. Also ich komme aus einem insofern evangelischen Elternhaus, dass ich also getauft bin und auch konfirmiert bin. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 habe ich 3 Wochen lang den Küsterdienst der evangelischen Stadtkirche zu Dillenburg versehen. Und da muss man ja, ist ja jeden Sonntag auch das Glaubensbekenntnis und als ich mir das jeden Sonntag angehört habe, war mir klar, dass ich das nicht glaube, in keinster Weise. Und habe damals fest mich entschlossen, nie mehr eine Kirche zu betreten. Mein Elternhaus war insofern jetzt atheistisch. Mein Vater hatte ein Wort, was mich bis heute geprägt hat.
Er hat nicht nur, wenn irgendein Pfarrer gesprochen hat, gesagt, alles gelogen. Auch wenn ein Politiker gehört hat oder wenn meine Mutter gesagt hat, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen erklärt, mit dem Satz untermauert wird, alles gelogen, haben Sie gute Aussichten, ein sehr skeptischer und misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich sicher geworden. Also das ist so. Und sonntags morgens, jedenfalls vor der Pubertät, bin ich jeden Morgen mit meinem Vater in die nahegelegene Kneipe gegangen. Und nachmittags auf dem Fußballplatz, entweder in Dillenburg oder im Nachbarort Frohnhausen. Ich habe also meine Kindheit in der Kneipe und auf dem Fußballplatz verbracht. Jedenfalls sonntags. Also das ist so zu meinem Elternhaus. Und die Frage der Veränderung, die kam dann in der Schulzeit. Bei uns war das damals so, in der Oberstufe des Gymnasiums musste man sich entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge getan. Also die Jungs gingen alle in den mathematischen Zweig und die Mädchen in den sprachlichen Zweig. Und nun waren wir die beiden letzten überlebenden Jungen aus unserer Klasse und haben von daher durch eine Art Notgemeinschaft bilden müssen und saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sprach, also wir waren vorher auch schon in der gleichen Klasse, ich wusste, dass er Christ war, aber wir hatten vorher eigentlich nichts miteinander zu tun. Und er sprach mich eben darauf an, dass Jesus von den Toten auferstanden sei. Und ich fand das schon eine verblüffende Mitteilung. Ich hatte so seit meinem 13., 14. Lebensjahr ein großes Interesse an römischer Geschichte. Und mir war klar, dass es ja eine historische Behauptung ist. Und würde mich wirklich mal interessieren, was Historiker dazu sagen könnten. Die anderen in der Klasse haben gesagt, er ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Das hat mich aber nicht überzeugt, weil er hat sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet. Und das hat mich dazu geführt, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen und hat das wahrscheinlich auch verstärkt, was ich aber wahrscheinlich sowieso gemacht hätte, Geschichte zu studieren. Also habe zunächst Geschichte, Politik und Latein in Gießen studiert, 68 angefangen und bin dann nach München gewechselt. In München saß der damalige Papst, der Althistoriker, der sämtliche Handbücher und Standardwerke geschrieben hat. Zu dem bin ich gegangen und habe dann mich ganz auf alte Geschichte konzentriert, habe da auch meinen Doktor gemacht und hatte eigentlich hauptsächlich die Frage nebenbei, was kann man eigentlich als Historiker sagen zu der Auferstehung? Und das hat mich interessiert, habe ich mit den Professoren, Assistenten, Studenten besprochen, neben meinem Studium. Um meine Marktchancen zu erhöhen, habe ich auch Ägyptologie studiert. Und Christ geworden bin ich dadurch, dass ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe und auf einmal vor der Frage stand, dass ich auch nach den Gesprächen mit den anderen habilitierten Menschen dort auf einmal den Eindruck hatte, was mir alle bestätigt haben, mit denen ich gesprochen habe, historisch ist es sehr wahrscheinlich, dass er auferstanden ist, rein historisch. Aber es gibt zwei Probleme. Das eine ist das Problem, ja, gibt es wirklich Wunder? Das ist ja natürlich keine historische Frage, dann würde man die Auferstehung nicht aus historischen Gründen, sondern aus weltanschaulichen, naturwissenschaftlichen Gründen ablehnen. Oder einer, der hat zu mir gesagt, wenn das stimmt, stimmt noch mehr im Neuen Testament und dann müsste ich mein Leben ändern und das will ich nicht. Und das hat mich immer mehr dazu geführt, dass mir auf einmal klar war, die Frage, die ich mir als Oberschüler gestellt hatte, habe ich eigentlich beantwortet. Es ist historisch möglich. Es ist nicht so, dass ich dadurch jetzt Christ geworden wäre, sondern ich stand vor einmal vor der Frage, wenn ich mich damit als Historiker beschäftige, muss man sagen, das spricht mehr dafür als dagegen. Heute Morgen wurde in einem Referat, was ich gehört habe, ja gesagt, zur Skepsis gehört die Distanz. Und das ist auch okay, Distanz ist wichtig. Mir war aber damals klar, es gibt kein Leben aus der Distanz, es gibt auch keine Gottesbegegnung aus der Distanz und falls Jesus auferstanden ist, gibt es auch keine Begegnung aus der Distanz. Und während des Studiums, ich war bereits Doktorand der alten Geschichte in München, saß ich mal eines schönen Abends da in meinem Studierzimmer und ich bin ein Einzelgänger. Das war ich schon immer und das bin ich teilweise auch heute noch. Und so saß ich da und habe mit mir selber gesprochen und wie Heinz Erhardt bin ich mit mir per Du.
und habe also zu mir gesagt, fehlt dir noch irgendwas? Du hattest doch vor einigen Jahren eine Frage, fehlt noch was? Da war mir klar, mir fehlt gar nichts mehr. Also die Frage war, wenn das meine Frage war mit der Auferstehung und wenn ich da jetzt eine Antwort hatte, eine Wahrscheinlichkeitsantwort, in der Geschichte gibt es keine anderen Antworten als Wahrscheinlichkeitsantworten, dann ist die Frage, ob ich durch die Tür durchgehen will oder nicht. Und ich habe mich damals dazu entschlossen, dass ich es nur rauskriegen werde, wenn ich die Distanz aufgebe. Es wird nicht anders gehen. Man kann das betrachten von vorne und hinten, wie man will. Irgendwann steht man vor der Frage, wenn man wissen will, ob die Katze im Wäscheschrank ist, dass man die Tür aufmacht und nachsieht. Es gibt Argumente dafür und dagegen, aber wird es nur rauskriegen, wenn man es macht. Und das war mir irgendwann mal klar und das habe ich dann mal gemacht, als Student, also zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. Und das hat mein Leben verändert, war der Startpunkt meines Lebens, darauf habe ich dann mein Leben umorientiert, habe die Doktorarbeit noch zu Ende gemacht und habe auch also mein Studium abgeschlossen und das hat mein ganzes Leben dann verändert. Also das war diese Auseinandersetzung. Vom Elternhaus her war es eben anders und gerade vom Elternhaus her war eben die Skepsis war für mich keine philosophische Skepsis. Es war nicht so, dass ich Philosophen gelesen hätte und da ich ein Skeptiker geworden hätte, sondern ich glaube, die saß bei mir so tief drin durch den Familienspruch meines Vaters. Das ist, glaube ich, noch tiefer als nur zu denken, man sei Skeptiker. Ich war das durch und durch dieses Wort. Der Vater ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu früh geboren. Ich glaube, wenn der heute geboren wäre, würde vieles passen. So, und ihm alles nur gelogen, wenn man so die Medien anschaut. Naja, also, wir kommen zur nächsten Frage. Wir haben jetzt beide die biografischen Einblicke bekommen. Vielen Dank. Okay, dann noch schnell noch einen kurzen Nachtrag. Die Rolle meiner Mutter. Meine Mutter hat mich bewahren wollen vor dem Theologiestudium. Die war von Anfang an immer auf dem Absprung zum Unglauben, im Gegensatz zu meinem Vater, der ja Presbyter war und auch die Kirchenzeitung für die evangelischen Gemeinde in Köln-Kalk-Humboldt geschrieben hat. Die hat zu mir gesagt, Junge, lerne ein ehrbares Handwerk. Junge, lerne ein ehrbares Handwerk statt die windige Theologie. Das habe ich nicht befolgt. In jugendlichem Protest hält man sich dann gegenüber den Ratschlägen der Mutter zurück. Ich hätte auch sowieso kein Handwerk erlernen wollen. Weil ich dafür viel zu intellektuell bin. Aber meine Mutter hatte auch noch eine spezielle Erfahrung, die ich vielleicht doch nennen sollte. Meine Mutter war im NS-Jargon gesagt eine sogenannte Halbjüdin. Und unsere Familie war deshalb rassepolitisch, so hieß es, überwacht. Und sie musste sich immer mit mir und meinem Bruder in Meißen, in Sachsen, wo wir evakuiert waren, weil Köln ja viel gebombt wurde, beim rassepolitischen Amt vorstellen. Und da haben ihr die Bediensteten des NS-Regimes oft gesagt, das weiß ich natürlich nur aus ihren Erzählungen, ja, ihre beiden Jungs sehen ja gar nicht jüdisch aus, die sind ja dafür viel zu blond oder irgend so ein Schnack. Das wollte ich hinzugefügt haben, dass also meine Mutter den guten Rat gegeben hat, ein ehrbares Handwerk zu lernen. Und sie hat mich auf ein Buch, das damals Furore gemacht hat, 1958, aufmerksam gemacht von Gerhard Chesney, Die Zukunft des Unglaubens. Gerhard Chesney war ein Redakteur des Bayerischen Rundfunks, hat das Abendprogramm gemacht und der hat ein damals avantgardistisches Buch geschrieben mit dem Titel Die Zukunft des Unglaubens. Und das habe ich auf Empfehlung meiner Mutter auch gelesen und das hat auch wichtige Impulse vermittelt. Nicht Weichen gestellt, aber Impulse vermittelt, dass man eben auch ohne Glauben als Mensch durchs Leben kommen kann. Ich möchte auch noch einen Satz anfügen. Ich habe damals 1968 mir Ihr Buch gekauft und es mit Begeisterung gelesen.
eine Parallele. Dann muss jetzt der Herr Karl noch ein Buch von dir kaufen am Büchertisch und das auch noch mit Begeisterung lesen. Also, nee, jetzt kommen wir mal weg von der Biografie. Es war hochspannend, aber jetzt, welche Argumente würden Sie als die stärksten für Ihre Weltanschauung ansehen? Also der Humanismus oder Atheismus oder wie genau Sie den bezeichnen würden, Ihre Form des Atheismus. Was sind die stärksten Argumente dafür? Genau, jetzt. Also ich bezeichne mich, wenn ich mich irgendwo vorstelle, primär als weltlicher Humanist. Füge aber gleich hinzu, dass dieser weltliche Humanismus, und das Adjektiv davor ist wichtig, einen atheistischen Kern hat, den man nicht verschweigen sollte, aber auch nicht sozusagen als Bauchredner vor sich hertragen muss, weil das Primäre doch die Menschenliebe, die Menschenfreundlichkeit ist. Und Menschenfreundlichkeit ist im Grunde auch auf die Schnelle gesagt der Kern des Humanismus, aber doch in der klaren Abgrenzung, dass damit natürlich der Mensch das als das höchste Wesen für den Menschen bezeichnet ist und ein Gott als Phantom. Das ist meine Bezeichnung, als Illusion, als illusionäre Projektion aufgezeigt werden kann. Zwar nicht bewiesen werden kann, das ist wichtig, der Atheismus ist genauso wenig beweisbar wie der Gottesglaube, obwohl es immer wieder Selbstmissverständnisse gibt, die von Menschen, die dann irrigerweise sich selbst verabsolutieren und aus einer metaphysischen Hypothese, das ist der Atheismus, eine Hypothese, eine Annahme für das Ganze der Welt und die Stellung des Menschen darin. Und unterhalb der Ebene der Beweisbarkeit gibt es aber im geistigen Handgemenge eine Ebene, die mit Argumenten sehr wohl umgehen kann. Und das ist die Ebene der Plausibilität oder der Nicht-Plausibilität. Und wenn wir in die Einzelheiten kommen würden oder vielleicht auch gleich kommen, läuft der Argumentationsgang so, dass auf die Dysfunktionalitäten der Welt, die Erdbeben, an denen die Menschen unschuldig sind und auch die... Bitte? Mikrotiefer, gut. Dass dort zwar keine beweiskräftigen, zumal unter strengen naturwissenschaftlichen Kriterien, keine beweiskräftigen Gesichtspunkte gebracht werden können, aber doch Gesichtspunkte der Plausibilität. Und was wir also doch erleben, wichtig ist auch, fällt mir jetzt selbst, falle ich mir ins Wort, dass das, was ich hier vortrage als Humanismus oder als Kriterium oder als Argumentation zugunsten des Atheismus, sich auch stützt auf die Evolutionstheorie in dem Sinne, dass all das, was uns so viel Kopfzerbrechen und Schmerzen und Kummer bereitet im menschlichen Leben, Angst und Grausamkeit, bereits im Tierleben, bevor die Menschen auf die Erde kamen, angelegt ist. Dass es ja nicht so ist, wie gerne apologetisch behauptet wird, das ist alles, die Grausamkeit ist durch die Menschen gekommen, weit gefehlt. Selbst der elegante Fischreiher, den man ästhetisch bewundern mag, steht nur auf seinen zwei schlanken Beinchen am Ufer des Sees, um dort harmlose und völlig unschuldige Fische zu fressen. Sodass also das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden bereits im Tierreich lange vor der Entstehung des Menschen nicht nur angelegt ist, sondern auch präsent ist. Und das hat natürlich auch im Alten Testament schon eine Rolle gespielt. Da gibt es die berühmte Zeile, dass dort, ich glaube es ist Jesaja, hofft für die messianische Endzeit, dass das Lamm beim Löwen liegen wird.
und dass sozusagen der Löwe zum Vegetarier wird. Aber das ist, wie wir natürlich wissen, und auch damals hätte man es schon wissen können, ein biologisches Unding, dass aus einem fleischfressenden Raubtier ein vegetarisches Wesen wird. Sodass also die Hauptebene der Argumentation auf Fakten im Leben der Tiere und der Menschen selbst ist. So viel erstmal zu dem. Ja, dann die gleiche Frage an dich, Jürgen. Was ist aus deiner Sicht das stärkste Argument oder die stärksten Argumente für den christlichen Glauben? Also für mich war damals nach dem Gespräch mit meinem Schulfreund eigentlich die wichtigste Frage, ob es wahr ist oder nicht. Ich sehe keine andere Frage, die für mich von Bedeutung ist. Also nicht jetzt die Frage, ob etwas Sinn gibt oder Hoffnung, sondern ist es wahr oder nicht. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass so viel dafür die Wahrheit des christlichen Glaubens spricht, dass es sich lohnt, darauf das eigene Leben einzusetzen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und ich glaube, ein Nebeneffekt davon besteht natürlich darin, dass mir das eine Perspektive für mein Leben gegeben hat, sozusagen eine neue Perspektive, eine Perspektive der Hoffnung für mich selbst, aber auch für die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, und für die Welt, und zwar eine Perspektive auch über dieses Leben hinaus. Es ist nicht nur eine Perspektive und eine Hoffnung für diese Welt, sondern darüber hinaus. Das würde ich sagen, also die Wahrheitsfragen sind mich schon entscheidend. Zu dem Löwe und Lamm möchte ich sagen, wenn das Wichtigste für den Löwen ist, dass er fleischfressend ist, dann sehe ich tatsächlich eine schwierige Zukunft für den Löwen und für das Lamm natürlich auch. Wenn man aber sagen kann, das eigentliche, sozusagen das Löwenhafte besteht in ganz anderen Dingen seiner Majestät, dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich etwas Löwenhaftes gibt in einer neuen Welt Gottes, ohne dass die Lämmer gefressen werden. Also das ist für mich die Frage, ist sozusagen in der neuen Welt Gottes das Löwenhafte nicht etwas anderes als das Fleischfressende? Würde sich das nicht verändern? Ich glaube, das geben wir gleich. Das geben wir gleich weiter, ob Sie gleich darauf antworten wollen. Ja, zum Löwen gehört eben das Karnivore, das Fleischfressende. Nicht nur zum Löwen, der ist da sozusagen als König der Tierwelt gewählt worden, aber es gibt ja Tausende von Tierarten, auch bevor der Löwe kam, die heute so beliebten Dinosaurier, schreckliche Wesen, die, es gibt zwar auch vegetarische Dinosaurier, aber im Grunde ist das Gesetz der Natur ein furchtbares Gesetz, wobei ich sofort mir selbst hinzufügen will, dass es auch im Naturleben Freundschaft und Sympathie und gegenseitige Hilfe gibt. Das hat auch Darwin selbst eingeräumt, und vor allen Dingen gibt es ein wichtiges Buch, das auch heute antiquarisch leicht übers Netz zu besorgen ist, aber ich glaube, es ist auch in einer neuen Ausgabe, von Peter Kropotkin, einem russischen Denker, der als Anarchist hervorgetreten ist. Der hat auch ein Buch geschrieben, das im Kern richtig geblieben ist, trotz der veralteten Beispiele, gegenseitige Hilfe im Tier- und Menschenreich. Das gibt es auch. Und man kann sich im Grunde auch eine Löwenexistenz, eine Raubtierexistenz gar nicht anders vorstellen, als dass der Löwe auf die Gazelle von hinten draufspringt, um sie zu zerfleischen bei lebendigem Körper. Ich bin da leider zu ungebildet, um Ihnen noch drastischere Beispiele zu nennen, und die Biologen unter Ihnen können das sich sicher vergegenwärtigen, dass es eben gerade auch im Bereich der Viren ja tausende Varianten gibt, und der kleinsten, nur im Mikroskop erkennbaren Lebewesen
schreckliche Entitäten bestehen, die nichts anderes im Sinn haben, als andere Lebewesen unglücklich zu machen und zu vergiften und zu töten mit schrecklichen kleinen tierischen Waffen. Das und führt ja alles darauf hin, letztendlich die Natur hat einfach Mechanismen oder es gibt einfach bösartige Strukturen in der Natur und die Frage ist, wie vereinbart sich das mit einem guten und gerechten Gott sozusagen, also die Zielfrage. Und da wäre dann die Frage an dich, Jürgen, widerlegt die Existenz von solchen Strukturen in der Natur oder überhaupt die Existenz des Bösen, widerlegt das die Existenz Gottes sozusagen? Also wäre das sozusagen ein Beweis dafür, dass es falsch ist, dass es nicht wahr ist, worauf du deine Hoffnung setzt? Ja, wir haben es meiner Meinung nach, das haben Sie ja auch schon gerade angesprochen, wenn wir die Welt sehen, mit zwei unterschiedlichen Erfahrungen zu tun. Die eine kann man mit der Frage verbinden, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Und das andere kann man mit der Frage verbinden, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönes in der Welt? Denn wir machen beide Erfahrungen. Also wir machen die Erfahrung des Entsetzlichen, ob es in der Tierwelt ist oder unter Menschen. Wir machen aber auch eine andere Erfahrung, der Liebe, der Schönheit, des Vertrauens. Und wir brauchen eine Antwort auf diese beiden Fragen. Und der christliche Glaube gibt eine Antwort, dass er sagt, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat und dass wir alle, die wir hier leben, sowohl Opfer dieses Sündenfalls sind, dieser Trennung von Gott, als auch Täter. Wir leben nicht immer anderen Menschen gegenüber so, wie wir es sollten. Und dass das auch mit dazu beiträgt, zu dem, also das nennt man das moralische Übel, das ist nicht nur, es gibt auch die natürlichen Übel, aber wir haben auch einen Anteil daran. Und die Verheißung des christlichen Glaubens ist ja die, dass es eine neue Welt Gottes gibt, ohne Leid und ohne Tod. Und da, denke ich, ist auch die Tierwelt mit eingeschlossen. Und das ist die Verheißung, die ich jetzt nicht widerlegt sehe, durch die Situation, wie sie in dieser von Gott abgewandten Welt ist, weder unter Tieren noch unter Menschen noch sonst. Gut, dem kann man sofort entgegenhalten, dass Sie auf den Menschen als Urheber des Bösen primär Bezug genommen haben, während ich ja betont habe, dass bereits im vormenschlichen, viel längeren historischen Bereich ähnliche Vorgänge wie Angst und Schrecken etwa vorgeherrscht haben. Wenn Sie die schönen Tierfilme, die jetzt gegen 8 Uhr abends im ZDF ausgestrahlt werden über Afrika. Auch in anderen Sendern? Auch in anderen Sendern, ganz. Ach so, ja, sehr schön. Hier spricht ein Interessenvertreter ein, von klugen Tierfilmen. Da ist es doch so, dass bereits all das, was wir erleben, nämlich Angst und Schrecken und Todesfurcht, auch im Tierreich angelegt ist. Und zwar, man kann es sich im Grunde gar nicht anders vorstellen. Und das widerspricht auch sozusagen dem Glauben an einen guten Gott, die Verheißung, auf die Sie jetzt Bezug genommen haben, die natürlich aus meiner Perspektive nur eine Ausflucht ist, lässt sich mit folgenden Gesichtspunkten kritisieren. Nämlich, wenn Gott ohnehin eine bessere Welt ohne die Leiden und Schrecken hätte schaffen können, weshalb dann erst so spät, weshalb erst die eigenen guten Geschöpfe, die angeblich guten Geschöpfe, durch ein Meer von Blut und Tränen waten lassen, sowohl im Tierreich wie dann auch im Menschenreich. Es heißt ja in einer berühmten Stelle in der Apokalypse des Johannes, dem letzten Buch des Neuen Testamentes, Gott, das wird gerne zitiert, Gott wird dann abwischen alle Tränen und es wird kein Geschrei mehr geben, kein Todesgeschrei und kein Angstgeschrei. Nimmt man zunächst erstmal gutgläubig auf, aber dann taucht sofort die Frage auf, ja, wenn er das überhaupt kann, weshalb erst so spät? Und wo bleibt dann die Unumkehrbarkeit? Es ist ja praktisch nur an die Wiederkehr eines paradiesischen Zustandes angeknüpft, der dann verletzt wurde, sodass dann die ganze Misere begann durch menschliche Verfehlungen.
Aber das soll aufhören, aber dem widerstrebt alles, das anzunehmen, weshalb ein Allmächtiger erst uns alle durch die schrecklichen Erlebnisse, die wir im Kleinen wie im Großen tagtäglich in den Medien und in unserem persönlichen Leben erfahren, weshalb soll das alles dann erst zu spät eintreffen? Ja, ich hatte ja gesagt, dass eben Leid auch durch die Menschen kommt. Ich bin nicht dieser Meinung, dass es ausschließlich durch die Menschen kommt. Es gibt auch natürliches Böse oder Leid. Und die christliche Lehre geht ja davon aus, dass es nicht nur jetzt in gefallene Menschen, sondern auch andere gefallene, von Gott sich abgewandte Wesen gibt. Die Engel. Gefallene Engel zum Beispiel, ja. Ja, also das leuchtet mir mehr ein, als zu sagen, diese Welt ist durch geistlose Materie entstanden und die hat sich eben so oder so entwickelt, sondern das ist auch eben eine Darstellung, um zu sagen, warum es so gekommen ist und warum aber diese Trennung, in der wir auch selber leben, wo wir auch mit Akteure sind, nicht das letzte Wort hat. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Gedanke. Jetzt beides zu sehen, sowohl die gefallene Welt mit all ihrer Schönheit, die sie ja auch hat, aber gleichzeitig auch zu sehen, das ist nicht das Endprodukt, sondern es gibt tatsächlich diese Verheißung, die Sie da zitiert haben aus der Offenbarung, der neuen Welt Gottes. Das ist sozusagen die Verheißung, von der Christen ausgehen. Und da gehe ich halt auch von aus. Gut. Sie haben in Ihrem vorherigen Beitrag auf die schönen und zugleich hässlichen und schrecklichen Seiten der Welt aufmerksam gemacht. Das mache ich auch mit folgender Argumentation. Hier in Marburg hat vor einigen Jahrzehnten ein damals berühmter Religionswissenschaftler Rudolf Otto gelehrt. Und der hat ein dickes Buch geschrieben, das auch heute noch in Fachkreisen als Standardwerk gilt, das Heilige. So heißt das Buch. Und das Heilige nach Rudolf Otto hat zwei Aspekte, nämlich es ist das Mysterium Faszinosum, das beglückende, faszinierende Geheimnis und das Mysterium Tremendum, das Erschreckende, das furchterregende Geheimnis. Und das sind in der Tat die beiden Aspekte des Lebens und der Welt, hinter die wir nicht zurückkommen, dass die Welt zugleich schaurig, angsterregend und schön ist. Und die Kunst des Denkens im Kopf und die Kunst des Lebens in der Praxis besteht darin, mit beidem gut auszukommen, weder das eine noch das andere zu leugnen. Und insofern ist also die Welt schaurig und schön zugleich. Sie hat ein Doppelgesicht. Und das kann man auch in einer feuerbachianischen Lektüre, nämlich ohne den religiösen Hintergrund, der natürlich bei Otto da ist, übernehmen als die bleibend richtige Sicht der Welt, dass sie zugleich schaurig und schön ist. Darauf läuft es also bei mir tatsächlich hinaus. Und das Schaurige, das manchmal, gerade auch jetzt in diesen weltpolitisch heißen Tagen, kann zwar dominieren, ist aber immer wieder auch kontrapunktiert durch die Aspekte des Schönen und Liebenswerten. Aber das Schaurige spielt bei mir die Rolle, dass ich sage, der Humanismus, für den ich einstehe und der in dem freundlich erwähnten neuen Buch von mir auch erwähnt ist, das führt dazu, dass der Humanismus nach meiner Art eine melancholische Dimension hat. Melancholische Dimension soll heißen, dass bei aller Lebensfreude, die im Vordergrund steht und die angestrebt werden soll, doch nicht zu jenem schenkelklopfenden Frohsinn führen soll,
die Leiden der Welt, die allgegenwärtig sind, in dieser Stadt, in jedem von Ihnen, jedes Häuslein hat sein Kreuzlein, habe ich einst in SMD-Kreisen gelernt. Das muss austariert sein. Und insofern ist also die Lebensfreude, die Weltbejahung als der einzigen Realität ohne Gott eingeschränkt durch eben diese schrecklichen Erfahrungen, die wir machen und von denen aus dann eine Form der Melancholie entsteht. Nicht, dass ich zum Melancholiker geworden wäre, aber im Rahmen der Endlichkeit, nämlich auch unter Verzicht auf die illusionäre Jenseitshoffnung, die mein Gesprächspartner eben beiläufig angesprochen hat, und eben auch die Präsenz der Leiden, fehlt sozusagen ein Moment, dass der religiöse Glaube, der sich noch auf ein Jenseits freut, das fehlt. Und das ist die melancholische Dimension. Ja, ich würde gerne noch eine letzte Frage von hier stellen und dann würde ich gerne fürs Publikum auch öffnen, Fragen zu stellen. Und zwar, wir haben uns jetzt sehr stark um diese Leitfrage letztendlich gedreht. Oder wolltest du da noch einen letzten Satz dazu sagen, jetzt zu der Replik? Weil, okay. Meine Frage wäre jetzt nochmal, was müsste passieren, dass Sie Ihre Weltanschauung ändern? Das ist ja auch eine Frage, die man sich immer mal stellen sollte, persönlich. Und beide dürfen diese Frage beantworten. Was müsste passieren, damit Jürgen Spieß kein Christ mehr ist, Joachim Karl kein Humanist mehr ist, sondern Christ wird? Wer möchte anfangen? Ich weiß, eine ganz böse Frage, aber ich finde sie gut. Ja, also zum einen, im ersten Moment würde ich doch denken, da ich mir das schwer vorstellen kann. Ich lebe seit etwa 50 Jahren als Christ und das heißt ja nicht, dass ich einen bestimmten Glaubenssätze habe, nach dem ich mich ausrichte und die ich darstellen, immer permanent gut begründet darstellen könnte, sondern das bedeutet, dass ich eben, wenn ich morgens aufstehe, zu Gott bete und meinen Tag versuche, nach ihm auszurichten. Das mache ich seit 50 Jahren und ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass ich das auf einmal lassen würde. Andererseits ist es so, wie man sagt, man soll ja nie sagen. Also das muss man ja auch sagen. Und kein Mensch kann sagen, was morgen aus ihm wird. Also das weiß man ja nicht. Ich habe, wurde ja auch schon gesagt, schon ein ziemliches Schockerlebnis hinter mir durch den plötzlichen unerwarteten Tod meiner Frau und unseres Kindes. Was nicht heißt, dass es nicht doch auch Situationen in meinem Leben noch geben könnte, die so schwerwiegend sind, dass ich tatsächlich Probleme habe, an die Existenz Gottes zu glauben. Das konnte ich bisher nicht. Also es ist für mich auch so, dass es mir auf der anderen Seite schwerfällt, dass ich in einer Welt lebe von Sinn und Bedeutung und denken soll, das hängt zusammen mit der Entstehung einer Welt ohne Sinn und Bedeutung. Es fällt mir außerordentlich schwer, diesen Gedanken zu denken. Und dass hier nicht alles sich erfüllt, sondern ich eine Sehnsucht habe, dass Leben eigentlich mehr sein müsste als das, was ich so erlebe, hängt für mich auch damit zusammen, dass diese Welt nicht das ist, wofür ich geschaffen bin, sondern für etwas anderes. Es ist eigentlich mehr. Also das ist, ich sehe es natürlich nicht jetzt als illusionäre Jenseitsvertröstung, sondern ich sehe es zunächst mal so, das ist ja vom christlichen Glauben ein wichtiger Punkt, dass die Auferstehung, dass Jesus sozusagen der Erstgeborene der neuen Schöpfung ist. Ich sehe es so, dass es tatsächlich meine Erfahrung ist, dass Gott eine Sehnsucht in mich hineingelegt hat, dass Leben mehr sein müsste, als nur hier zu leben. Und das hilft mir auch umzugehen mit Leidenssituationen von Menschen, die in sehr jungen Jahren sterben oder im Sterben liegen, dass ich da auch eine Hoffnung habe. Also dass ich nicht sagen muss, okay, der hat Pech gehabt. Ich habe Glück gehabt.
Ich würde sagen, ich bin einer der privilegiertesten Menschen der Weltgeschichte. Unglaublich, was ich alles erlebt habe. Aber die meisten Menschen haben das Glück nicht gehabt. Allein wenn man das 20. Jahrhundert denkt, haben wir es auch jetzt nicht. Und ich sehe an der christlichen Hoffnung eben auch eine Antwort, eine Hilfe für die Menschen, die in dieser Welt eben, denen es in dieser Welt nicht möglich war, das zu leben, was sie eigentlich, wozu sie eigentlich geschaffen worden sind. Das sehe ich nicht als ein Wunschdenken, weil Wunschdenken ist keine Begründung für oder gegen Gott, sondern ist eine Erklärung, wenn man die Begründung schon gefunden hat. Also wenn man denkt, es gibt keinen Gott, dann kann man sich die Frage stellen, warum Hunderte von Millionen von Menschen an Gott glauben, dann ist es eine gute Begründung zu denken, Wunschdenken. Andererseits, wenn man glaubt, es gibt einen Gott, dann kann man sich die Frage stellen, warum gibt es so viele Menschen, die nicht an Gott glauben, dann kann man auch sagen, das ist Wunschdenken, der Wunsch nach der sturmfreien Bude, so hat es Manfred Lütz ausgedrückt. Also das Wunschdenken bringt jetzt nichts, die Frage ist, was natürlich nicht nur die Frage, was überzeugt mich am meisten, das ist natürlich die Plausibilität, die sehe ich auch, da habe ich eben, denke ich, andere Plausibilitäten, als Sie das denken, sondern das ist auch der Punkt, dass sagen wir, der Atheismus ist nicht verifizierbar. Es wird nicht so sein, wenn wir beide heute sterben, dass Sie mir anschließend zuwinken und sagen, Sie sehen, ich hatte recht. Also das können, kann nicht. Das ist, also der Atheismus prinzipiell nicht verifizierbar. Der Theismus ist verifizierbar, wenn es einen Gott gibt, dann kann er sich in dieser Welt oder in einer anderen Welt natürlich zeigen, kann sein, so ist es. Ich kann auch, um das nochmal aufzugreifen, vieles nicht beantworten, dadurch habe ich mir meine Gedanken gemacht, versuche damit zu leben, aber das sehe ich auch nicht jetzt, dass ich diese Fragen alle beantworten müsste. Ich kann sagen, ich habe einen Rahmen gefunden, in dem ich selber lebe und der für mich hilfreich ist und auch für andere. Und ich lebe ihn als etwas, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass es die Wahrheit ist. Das ist für mich ein sehr grundlegender Gedanke, so nah ich einer Wahrheit kommen kann. Das wäre, ich weiß jetzt nicht, ich muss leider gestehen, ich weiß nicht mehr, ach so, ob ich meinen Glauben ändern würde. Ich habe gerade überlegt, worauf ist das eigentlich die Antwort, auf, wie hieß die Frage? Also wie ich schon sagte, ich kann es mir schwer vorstellen, aber andererseits, man soll nie, nie sagen und wer kann schon für sich garantieren, was morgen früh ist. Vielen Dank. Ja, was muss sich ändern? Damit Sie Ihre Weltanschauung ändern, sowas. Also ich stimme mit ihm überein, dass ich mir auch wenig vorstellen kann, dass ich hinter meinen eigenen Atheismus je zurückfallen könnte. Das hat allerdings diese Aussage auch nur einen hypothetischen Charakter, denn man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln. Und es gibt berühmte Biografien, wo langjährige, jahrzehntelange Ungläubige auf dem berühmt-berüchtigten Totenbett dann noch zum Glauben zurückgefunden haben. Das ist oft legendär überzeichnet worden, etwa in der Französischen Revolution wird so dieses speziell über Voltaire berichtet, dass der große antiklerikale Voltaire dann freilich unter Nachhilfe von katholischen Priestern dann angeblich noch auf dem Totenbett wieder zum Glauben zurückgefunden hätte. Aber ich sehe das auch nicht als wahrscheinlich an. Das ist sozusagen aber nichts Vorwerfbares, sondern jede gewachsene Überzeugung, da stimme ich ihm ganz zu, 50 Jahre als Christ, das muss erst mal erschüttert werden. Nicht? Und andererseits gibt es viele Erlebnisse von Kriegsheimkehrern, die völlig nach dem Ersten Weltkrieg wird da viel berichtet oder nach dem Zweiten Weltkrieg von Wolfgang Borchert, wo warst du Gott, der als ich im Schützengraben lag, da gibt es die entgegengesetzten Erfahrungen und Ergebnisse, dass man im Kriegsgeschehen, wo das Bein abgesprengt wird oder der Arm, was auch immer, Menschen zum Unglauben kommen, aber auch zum Glauben finden. Für mich im Grunde nur eine Absurdität, aber wir wissen aus der Kirchengeschichte, Credo quia absurdum, dass gerade das absurd Erscheinende dann so zurechtgelegt wird, dass man sagt, ja, das
hat Gott eben so gewollt und so, es gibt Gott halt. Man hält dann trotzig an einem Glauben fest, obwohl er sich in der Wirklichkeit nicht bewährt. So viel, ich bin auch gespannt auf das, was jetzt an Einwänden und Gesichtspunkten und Fragen vom Publikum kommt. Ja, genau. Also ich merke schon, viel ändern können wir dabei beiden wohl nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem Fragen oder Informationen, die wir den beiden hier noch entlocken können sozusagen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier langjährige Christen oder Atheisten mal ins Kreuzverhör zu nehmen. Und ich sehe, da sind zwei Leute, ich weiß nicht, wer schneller war. Wollen wir einen Zweikampf machen oder? Okay, also hier fangen wir hier an. Wie helfen Ihre Weltanschauungen anderen Menschen konkret in ihrem Leben? Also zum Beispiel, welche Hoffnungen bringen Sie oder inwiefern sind Sie gut für Menschen? Beide. Also ich glaube, es macht zunächst mal sicher einen Unterschied, wie ich den Menschen ansehe. Ich möchte jetzt erstmal von mir mal absehen und darauf hinweisen, dass gerade Christen es waren, die im Sozialen Krankenhäuser gegründet haben und ähnliche Dinge, weil sie von der Auferstehung der Toten ausgegangen sind. In der alten Geschichte gibt es einen ganz berühmten Brief des Kaisers Julian im 4. Jahrhundert, der den römischen Glauben an die römischen Götter zurückbringen wollte. Und er hat an die römischen Priester geschrieben, die Menschen werden nur deshalb Christen, weil die Christen sich um alle Armen, Kranken und Schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, sondern auch um unsere Leute. Wenn wir das täten, würden die Menschen auch zu uns wieder zurückkommen. Das ist kein singuläres Beispiel dafür. In der Antike, das sehen andere Althistoriker, die keine Christen sind, auch so, ist durch das Christentum wirklich der Mensch in die Sonne gekommen, weil man sich um diese Gruppen gekümmert hat. Die antike Welt war eine außerordentlich grausame Welt, was Arme, Alte, Kranke und Schwache angeht. Und von daher ist es kein Zufall, dass gerade Christen sich darum gekümmert haben, weil sie von dem unsterblichen Wert, gerade von der Auferstehung ausgegangen sind. Also sie haben nicht gesagt, es gibt eine Auferstehung, also müssen wir uns um keinen kümmern, sondern sie haben sich gekümmert. Man geht auch davon aus, etwa Rodney Stark, der Soziologe, dass also zum Wachstum des Christentums auch die Seuche in der Mitte des 2. Jahrhunderts, wo die Römer ihre Städte verlassen haben, die berühmten Ärzte alle gegangen sind, die Christen sind geblieben und haben sich um die Leute gekümmert. Und zwar gerade immer mit dem gleichen Grund, der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes und deshalb kümmern wir uns um ihn. Und wir müssen uns nicht um unser eigenes Leben kümmern, denn das ist nur ein befristetes, wir wissen von der Ewigkeit. Also ich würde jetzt mal unter Absehung meiner Möglichkeiten und Grenzen sagen, dass das mit dem christlichen Glauben einer ganz wichtigen, dieser Punkt, der sich kümmern um andere, verbunden ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich in dem Rahmen, den ich habe, von meiner Zeit und Kraft und auch von meinen Finanzen her, mich auch um andere konkret auch kümmere. Aber ich möchte das eigentlich jetzt hier nicht öffentlich zur Debatte stellen. Denn man soll, wie Jesus gesagt hat, das, was man Gutes tut, nicht in aller Welt hinaus posaunen. Und das werde ich jetzt auch nicht. Sehr konsequent. Ja, Ihre Antwort, Herr Karl. Also ich sehe den Unterschied zwischen meinem humanistischen Atheismus und religiösen Mentalitäten, die ja, wie wir alle wissen und aber auch hier erwähnen sollten, nicht nur christlich mehr dominiert sind, sondern die Kirchen schrumpfen. Und auch in Deutschland gibt es viele andere Religionen. Dies vorausgeschickt sehe ich viele Möglichkeiten der praktischen Kooperation, die von Hans Küng, dem katholischen Theologen, der in Tübingen ein Lehrverbot bekommen hat, unter dem Titel Weltethos thematisiert sind. Und da steht drin, was ich bejahe und auch in meinem neuen Buch ausführe,
dass nur durch die Kooperation zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen die Welt, ja, großspurig gesagt, gerettet werden kann oder dass die Übel in der Welt zurückgedrängt werden können. Ich sehe insofern die Hauptdifferenz in einer mentalen Differenz, nämlich der Begrenzung der Perspektiven auf das sogenannte Diesseits. Wobei der Begriff Diesseits nur in Anführungsstrichen zu setzen ist, weil er begrifflich ja auch ein Jenseits voraussetzt, das natürlich bei mir wegfällt. Sondern es gibt nur die eine Welt, die verschiedene Dimensionen hat, aber nicht in ein, und da ist von vornherein eine Begrenzung auf das Diesseits angelegt und eine Perspektive, die er eben mit seinen Worten angedeutet hat, die Jenseitsperspektive fällt weg und von daher ist der Hauptakzent auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen hier und jetzt, aber auf diesem Erdball gegeben oder als Hauptschwerpunkt. Okay, dann hatten wir hier, glaube ich, die nächste Frage und vielleicht meldet sich schon wieder jemand, da oben sind auch noch Fragen dann, aber erstmal noch hier, weil der war gleich am Anfang und dann gehen wir hoch, ja? Ja, ich finde erstmal klasse, vielen Dank, dass Sie hier sind, das finde ich wirklich toll, dass Sie sich hier in so eine Runde frommer Leute setzen. Ich habe selber atheistischen Hintergrund, ich bin atheistisch groß geworden. Ich bin auf dem Bau, ich habe Handwerk gelernt, ehrbares Handwerk, da bin ich gläubig geworden. Aber ich bin jetzt bei brotloser Theologie gelandet. Mich interessiert, also das ist auch eine Frage an Sie beide jetzt, aber jetzt auch an Sie, Herr Karl. Ich habe jetzt aktiv zugehört, ich habe viele Fragen, aber ich konzentriere mich jetzt nur auf eine. Ja? Ich habe jetzt noch kein positives Argument für den Humanismus oder den Atheismus jetzt bei Ihnen rausgehört, sondern eher aus der Verneinung des Theismus heraus. Und jetzt habe ich eine weltanschauliche Frage und zwar interessiert mich an Sie beide, wenn wir uns das Universum angucken, würden Sie eher sagen, es ist sinnvoller, dass wir ein Universum mit übernatürlichem Aspekt haben oder mit ohne etwas Übernatürlichem? Und dann würde mich nicht nur interessieren aus der Verneinung heraus, was Sie an dem anderen unsinnig finden, sondern was spricht positiv dafür, dass wir ein Universum ohne Übernatürliches bzw. Übernatürliches haben. Macht das Sinn? Ich habe ehrlich gesagt nicht alles akustisch richtig verstanden. Das ist altersbedingte Schwerhörigkeit. Ich bitte den Diskussionsleiter, mir mal in aller Kürze zu sagen, was er wissen will. Also es geht darum, was ist ein positives Argument für den Atheismus? In der Diskussion ging es jetzt ganz stark darum, Sie sind Atheist, weil es das Leid gibt und deswegen der christliche Gott nicht existieren kann, sozusagen. Wenn man sich das Universum anschaut, was spricht dafür, dass der Atheismus die wahre Weltanschauung ist oder der Humanismus? Welches positive Argument gibt es dafür und nicht nur die Verneinung der anderen Weltanschauung? Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, genau, das hat mich schon. Ja, also das ist die schöne Seite der Welt, aber auch die negative, beide Aspekte, das schaurig-schöne, das wir beides kennen und weder das eine noch das andere verleugnen sollen, einfach hinzunehmen und sich damit auch zu begnügen. Es gibt hier den hessischen Dichter Georg Büchner, der in seinem Schauspiel Dantons Tod gesagt hat, der Fels des Atheismus, das ist das Leiden. Warum leide ich? Und dieser Fels des Leidens ist tatsächlich aus härterem Gestein als der Fels Petri, auf dem angeblich gemäß dem Matthäusevangelium die Kirche aufruht. Und insofern ist die Wahrhaftigkeit und die Redlichkeit die Haupttugend innerhalb des
eines atheistischen Weltbewusstseins, dass man sich die Dinge weder überhöht, religiös verkleidet, noch überhöht, noch sie ins Negative mystifiziert. Was mein Gesprächspartner ganz am Anfang von seinem Vater erzählt hat, alles gelogen, ist natürlich absurd. Nicht, nie und nimmer ist irgendwo alles gelogen. Es gibt viel Lüge, nicht zuletzt jetzt im Überfall auf die Ukraine. Aber alles gelogen ist selbst eine Lüge. Sondern man muss genau hinschauen und differenziert die Dinge betrachten. Und ich hatte nie irgendwelche Berührungsängste. Ich bin im Hillige Kölle groß geworden, etwa in eine katholische Kirche zu gehen. Und ich bin gerne auch am neusprachlichen Gymnasium in Köln mit Schulkameraden in den katholischen Religionsunterricht gegangen, um mich rundum zu informieren. Und Atheismus ist, weil er eben verzichtet auf religiöse Überhöhungen und Verklärungen, die redlichere Variante. Nicht zuletzt angesichts des Todes, Verzicht auf fromme Wünsche, dass nicht nur, wie er sagt, siehe, ich habe doch recht gehabt oder so, sondern da ist tatsächlich alles am Ende. Und das ist auch gut biologisch begründbar, nämlich das ist die Lehre, die wir aus den Formen von Demenz und Alzheimer ziehen müssen, dass jede geistige Regung, auch jede spirituelle Regung, an intakte Gehirnstrukturen gebunden ist. Und wenn also die Gehirnstrukturen abgestorben sind, dann ist auch alle geistige Tätigkeit, die berühmte unsterbliche Seele, damit hinfällig geworden. Und insofern gibt es in der Richtung dann doch die Perspektive der größeren Redlichkeit. Das ist das eigentliche Prä des Atheismus vor religiösen Wunschträumen, wie ich es nach wie vor jetzt polemisch bezeichnen möchte. Und aus der Lehre des Placebo können wir viel lernen, auch für die Religionskritik, nämlich dass es wirksame Heilstoffe gibt, die gar keine Wirksubstanz haben, die aber, weil von einem freundlichen Mann im weißen Kittel verabreicht, doch einen autosuggestiven Heilungseffekt hervorbringen. Und das muss bei all dem, worüber wir jetzt reden, mitbedacht werden, dass wir zwar ein wahrheitssuchendes Subjekt in der Weltgeschichte sind, aber auch sehr täuschungswillig. Die Welt will belogen und betrogen werden, ist ein lateinisches Sprichwort. Mundus vult decipi, die Welt will betrogen werden. Aber deshalb ist es natürlich falsch zu sagen, alles gelogen. Das ist falsch, sondern es gibt Erkenntnisse. Insofern steht Atheismus auch in der Traditionslinie der europäischen und der antiken Aufklärung. Vielleicht versuchen wir mal, die Fragen kompakter zu beantworten, weil ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge. Wolltest du, Jürgen, noch was dazu anfügen? Weil die Frage war ja an beide gerichtet. Ja. Jo, genau. Ich wollte fragen, wie würden Sie Menschlichkeit definieren? Sie haben vorher Kropotkin genannt und dann kennen Sie wahrscheinlich auch Pierre-Joseph Breton, der zum Beispiel kritisiert hat, dass je nachdem, wie man Menschlichkeit definiert, damit bestimmte Leute auch ausschließen kann und kritisieren kann. Das haben wir ja zum Beispiel im Dritten Reich gesehen, wo bestimmte Menschen als Unmenschen oder sowas deklariert wurden. Ist ja auch eine Kritik, die Foucault später aufgreift. Gerade im Thema mit der Klimadebatte und mit der Veganismusdebatte haben wir zum Beispiel Peter Singer, der den Begriff Speziesismus kreiert hat, sage ich mal, wo es darum geht zu sagen, okay, man kann Menschen und Lebewesen auch nicht so trennen.
Das heißt, die Frage wäre jetzt, diese ganzen Kritikpunkte, wo wir als Christen ja das Imago Dei haben, mit der wir quasi unsere Menschlichkeit begründen können, aber auch einen Wert geben können. Wie würden dann Sie als Humanist einerseits Menschlichkeit definieren, das wohl mit niemand ausgeschlossen wird, andererseits, wieso würde sich dadurch ein Wert herleiten, der dann natürlich auch eine ethische Dimension hat? Danke. Ich bitte erneut den Diskussionsleiter. Ich muss gestehen, das ist altersbedingt ein Verschleiß meiner Hörfähigkeit und auch die Hörgeräte sind nicht immer auf dem besten Stand. Ich erkläre es. Also, so wie ich es verstanden habe, es geht um die Frage, wie wird im Humanismus überhaupt das Menschsein definiert oder die Humanität sozusagen. Peter Singer ist zitiert worden, der ja von Speziesismus spricht, also warum wird der Mensch anders behandelt als ein gesundes Tier und so weiter. Und im christlichen Glauben haben wir das Imago Dei, die Gottesebenbildlichkeit als Definitionspunkt für unsere Würde. Wo kommt die menschliche Würde letztendlich im Humanismus ohne Gott her? Also die christliche Begründung ist in sich selbst brüchig, nämlich aus der atheistischen Vorannahme, dass es keinen Gott gibt. Insofern ist dann die Imago Dei, das Ebenbild Gottes, er schuf, wie es im bekannten Text im Alten Testament heißt, zum Ebenbild Gottes, das ist selbst eine Fiktion, denn was soll das Ebenbild entweder sein, wenn das Hauptbild selbst ein Phantom nur ist? Die Würde des Menschen lässt sich auch biologisch und in einer naturalistischen, aus sich selbst heraus argumentierenden Betrachtung des Menschwesens erklären, nämlich dass nach allen Kriterien der Mensch doch zwar keine Mittelpunktstellung mehr in der Welt hat, das war illusionär, aber eine Sonderstellung des Menschen gibt es. Etwa diese Versammlung hier ist ein Hauptbeispiel dafür, dass wir Wesen sind, die beispiellos in der Natur sind. Wo gibt es irgendwie eine ähnliche Versammlung, wo über solche hochkomplexen Fragen diskutiert wird, wie wir sie jetzt gerade debattieren. Und es ist also ein evolutionärer Prozess, an dem primär die griechische Philosophie, dann aber auch die europäische Aufklärung, etwa auch die Weimarer Klassik beigetragen haben, dass es Kriterien gibt, die uns Menschen als Menschen definieren lassen, ohne auf Rückblick auf ein angebliches Gottesebenbild. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir müssten jetzt dann im Einzelnen festlegen, was als spezifisch menschlich gelten soll. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, wenn wir hier... Ich glaube, es ist gut, glaube ich, die Frage. Also es war deutlich, Sie machen es an Fähigkeiten fest, die eben nur der Mensch hat. Und so eine Veranstaltung wie diese hier gibt es natürlich nur hier bei uns. Das ist ganz klar, ne? Also. Wir haben da drüben eine Frage und dann aus dem Livestream, glaube ich, noch eine, ne? Also gehen wir mal darüber. Was die Menschlichkeit betrifft, kennen Sie diesen Satz, Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit führt zur Bestialität. Und wenn Sie an die Ideologien der beiden letzten Weltkriege denken, dann wissen Sie, wohin der Kommunismus, der Maoismus und der Nationalismus, der auf gottlosem Boden gewachsen ist, letztlich hinführt. Sie haben zweimal Max Horkheimer erwähnt. Ich habe ein Jahr vor seinem Tod mit ihm ein mitternächtliches Gespräch geführt. Und Max Horkheimer sagte mir, rein wissenschaftlich gesehen gibt es kein Argument, warum ich einen Menschen nicht töten soll. Und diese Erkenntnis habe ihn dazu geführt, dass er zurückgegangen ist zu dem Gott seiner Väter, zu den 10 Geboten. Und diese Sehnsucht nach dem ganz anderen erfülle sein Leben. Ich könnte jetzt stundenlang solche Gespräche mit bedeutenden Physikern, Philosophen
und Psychologen wiedergeben. Dazu fehlt mir leider die Zeit. Aber ich könnte Ihre Argumente aufgrund dieser Gespräche fast mit Leichtigkeit widersprechen. Lassen Sie mich einen Satz dazu noch sagen. Ich denke an ein Gespräch, das ich kurz vor seinem Tod mit dem Präsidenten des Sigmund Freud Institut hatte, mit Horst Eberhard Richter, von dem man sagte, dass er einer der Psychotherapeuten der deutschen Nation gewesen sei. Horst Eberhard Richter hat ein Buch geschrieben über den Gotteskomplex. Und der Gotteskomplex besteht darin, dass er sagt, nachdem Gott abgeschafft worden ist von dem säkularen Menschen, ist der Mensch seinem Ohnmachtsgefühl erlegen und er versucht, sein Ohnmachtsgefühl zu kompensieren mit Allmachtsfantasien. Und wohin das führt, das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Und in diesem Zusammenhang erzählte er mir, dass ein berühmter Lehrer, Sigmund Freud, am Ende seines Lebens ein Gespräch mit Albert Einstein hatte. Und sie haben miteinander darüber diskutiert, ob die Menschheit eine Überlebenschance habe. Und daraufhin habe Sigmund Freud gesagt, und dann sagte Horst Eberhard Richter zu mir, wissen Sie, Sie als Theologe und als Journalist müssen sich jetzt festhalten. Sie wissen, dass Sigmund Freud ein Leben lang ein militanter Atheist gewesen ist, der den christlichen Glauben als krankhaft bezeichnete. Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen und nach Gott fragen, sind im Grunde Psychopathen. Und dieser Sigmund Freud sagte am Ende seines Lebens, es gibt nur noch eine Überlebenschance, dass wir zurückkehren zur christlichen Nächstenliebe und Feindesliebe. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Überlebenschancen mehr. Und in dieser Richtung könnte ich Ihnen jetzt stundenlang weitere Argumente geben, aber dazu reicht die Zeit nicht aus. Aber ich denke, das sind Argumente, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten. Vielen Dank. Wollen Sie kurz darauf reagieren? Ich danke auch. Das sind natürlich alles gewichtige Gesichtspunkte, die der Sprecher vorgetragen hat. Ich entgegne zunächst mit dem Hinweis auf die Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte ist die Schule des Atheismus, gerade wenn wir an das Stichwort Missbrauchsproblematik innerhalb der katholischen, aber natürlich nicht nur dort nennen. Wie können Sie, wenn Sie sagen, Humanität ohne Religiosität führt zur Bestialität, das muss man natürlich redlicherweise auch auf die Religion selbst beziehen, dass die Kirchen- und Religionsgeschichte voll ist von gottgläubigen Terroristen. Es gibt die sogenannten Gottesmänner und Gottesstaaten, in denen wir alle nicht leben wollten, weil dort eben die grundlegenden Menschenrechte mit Hinweis auf den angeblich göttlichen Willen sträflich missachtet werden. Also weil der Gottesglaube sowieso ein Glaube an ein Phantom ist, lässt sich aus ihm alles herleiten. Sie können als Gottgläubiger einst Nazi sein und das deutsche Volk war tatsächlich schrecklich verführt zum NS-Glauben und der Vatikan hat einen Vertrag mit Hitler, der nie aus der katholischen Kirche exkommuniziert wurde. Und sein Buch Mein Kampf ist nie auf dem Index der verbotenen Bücher erschienen. Das heißt, auch alle Verbrechen sind religiös begründbar. Und insofern ist das nur höchst partiell richtig, was Sie gesagt haben. Auch der Atheismus ist mit irrigen und verbrecherischen Positionen verbindbar, wie wir auch wissen sollten und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Deshalb ist ja auch in meinem Ansatz der Humanismus sozusagen das Prä vor dem Atheismus. Und
Insofern also muss man das zur Kenntnis nehmen. Ich habe auch einige Zitate von Horst Eberhard Richter im Gotteskomplex. Das Buch zitiere ich auch positiv, weil dort wichtige Hinweise stehen, was mit unter Berufung auf einen Gottesglauben, sozusagen auf eine autosuggestive Imagination, möglich ist, sodass wir auf die Lehre von Immanuel Kant zurückgreifen. Ich tue das. Immanuel Kant hat die Lehre vom radikal Bösen zitiert oder entwickelt. Und es gibt im Menschen als Erbe der Evolution die Neigung zum radikal Bösen. Die kann sich religiös verkleiden, aber auch brutal ohne religiöse Fundamentierung wirken. Das wissen wir alle und es gibt schreckliche Verbrechen, die einfach nur so, ohne ideologische Begleitung stattfinden. Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. Und zwar im Livestream, habe ich gehört, sind Fragen. Vielleicht nehmen wir da mal eine. Und dann haben wir hier vorne noch zwei Fragen sehen. Genau, da würde ich mal kurz die Livestream-Fragen zusammenraffen. Zwei Stück würde ich mal jetzt nehmen. Die sind auch naturgemäß in den Kommentarspalten nicht so lang. 200 Zeichen Begrenzung, von daher. Okay, gut. Ich sage nochmal zwei kurze Fragen an Herrn Karl. Herr Karl weckt hier reges Interesse. Und zwar, Herr Karl, die erste Frage, ist die Person Jesus für Sie ein Irrer beziehungsweise einfach ein Lügner gewesen? Also eine sehr pointierte Frage. Und dann noch von Jakob Grenz. Die erste Frage war von Nele M. Die zweite Frage von Jakob Grenz. Vertreten Sie nicht einen christlichen Glauben ohne Ewigkeitsperspektive? Das sind sozusagen die beiden Fragen. Also erstmal, wer ist Jesus? Ein Irrer oder ein Lügner? Ne, war, glaube ich, die Frage. Weder noch. Ja. Und zweitens? Und zweitens, vertreten Sie einen christlichen Glauben, aber ohne Ewigkeitsperspektive? Gut, das letztgenannte Gesichtspunkt ist mir schon ganz früh, nämlich als mein Buch Das Elend des Christentums, Plädoyer für eine Humanität ohne Gott, entstanden war, entgegengehalten worden. Das ist die Lehre von Dorothee Sölle und anderen vom anonymen Christentum, dass irgendwie nette Menschen, die positive Aussagen machen, wie ich zum Beispiel, dann doch noch fürs Christentum eingemeindet werden sollen. Das sehe ich sozusagen aus Ihrer Sicht als Kompliment an, aber lehne ich natürlich ab, sondern das verfehlt sowohl meine Position wie auch die christliche. Der Jenseitsglaube fehlt natürlich bei mir, aber auch die Kernkompetenzen der christlichen Religion. Und jetzt Jesus Irrer oder Lügner, weder noch. Er war ein Prophet, der manche richtigen Dinge gesagt hat, aber vieles auch schrecklich fanatisch. Ich will ein Beispiel nur nennen, was gerne zugunsten des Christentums angeführt wird. Das sind die sieben Werke der Barmherzigkeit. In der Erzählung vom Weltgericht heißt es ja, was ihr einem dieser geringsten meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, nämlich Kranke besucht, Nackte gekleidet, Hungrige gespeist und so weiter. Alles ehrenwert, aber jetzt kommt die Pointe, wer das nicht tut, der ist in Ewigkeit fürs Höllenfeuer bestimmt. Sodass also hier ein humanitärer Impuls, den man nicht leugnen kann, mit sadistischem Fanatismus begründet wird. Und das soll also ein kluger Prophet und Wegweiser für das menschliche Zusammenleben sein. Wenn man eben hier in alle Ewigkeit den Naturgesetzen widersprechend
im Höllenfeuer schmoren soll, denn man ist schon nach wenigen Minuten, wie wir inzwischen wissen, durch die Entstehung der Krematorien verbrannt und es bleibt nur noch Staub und Asche übrig, während eben in dieser damals noch unwissenden Zeit irgendwie eine Substanzerhaltung gedacht ist, die in Ewigkeit brennen soll. Aber das wird als Begründung angegeben. Insofern also Anreger in irgendeiner begrenzten Form ja, aber in keiner Weise irgendwie eine dauerhaft begründbare Ethik. Okay, jetzt haben wir hier noch zwei Fragen und hier hinten noch eine. Okay, dann nehmen wir noch die drei Fragen und dann biegen wir mal so in die Schlussgerade ein. Also vielleicht, dann fangen wir mit der da hinten an, das ist das Mikro schon und dann hier vorne. Ja, ich habe eine Frage, die sich auf den Anfang des Gesprächs bezieht. Und zwar haben Sie, Herr Karl, gesagt, dass gegen den christlichen Glauben spricht, dass Gott uns sozusagen nicht direkt ins Paradies gesetzt hat. Dass wir sozusagen in einer Vorstufe leben, die von Leid gekennzeichnet ist. Ich muss allerdings sagen, ich kann dieses Argument verstehen, aber was mir bei Ihnen fehlt, ist die Hoffnung. Und den Eindruck habe ich letzten Endes von der ganzen Philosophie. Also die Philosophie ist eine sehr sinnvolle Sache, aber letzten Endes macht sie die Seele nicht satt. Und wir bleiben quasi, wenn wir Philosophen sind, hoffnungslos in dieser Welt zurück. Und das ist eine Sache, die ich kritisiere. Deswegen bin ich lieber Christ. Okay, das war jetzt eigentlich gar keine Frage, sondern eine Aussage, würde ich sagen. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage hier. Der christliche Glaube sagt, dass es das Phänomen der Schuld im menschlichen Leben gibt. Und ich wüsste gerne, was ein Christ und ein Atheist dazu sagt, wie Schuld zu bewältigen ist. Also eine Frage an beide sozusagen, ja? Okay, also vielleicht nehmen wir jetzt mal den Jürgen Spieß. Der hat schon lange nichts mehr sagen dürfen. Ja, mit der Frage, die jetzt gerade gestellt wurde, war ja die Frage nach dem Umgang mit Schuld. Jeder Mensch wird schuldig. Habermas hat ja gesagt, dass angesichts von Schuld, Leid, Tod und Einsamkeit die Lage des Menschen prinzipiell trostlos ist. Und das sind Dinge, die uns widerfahren. Wir werden schuldig durch Handeln oder durch Unterlassen. Und ein Kernpunkt des christlichen Glaubens besteht darin, dass es Möglichkeit gibt, Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld. Dass also ein Neuanfang möglich ist. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, der interessanterweise im Neuen Testament auch mit der Auferstehung von Jesus zusammengebracht wird. Paulus hat geschrieben, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist der Glaube der Christen eine Illusion. Und wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Die Umkehr hängt auch damit zusammen, dass wir eine Umkehrmöglichkeit bekommen haben durch Jesus, durch sein Leben hier und die Bestätigung Gottes durch die Auferstehung. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, dass ich, wenn ich schuldig geworden bin, auch einen Neuanfang bekommen, indem ich Gott um Vergebung bitten darf und damit eine Neuanfangsmöglichkeit habe. Also von daher ist das etwas sehr Wichtiges und sehr Zentrales für mich als Christ. Dank. Wichtig ist, dass man weiß, dass es auch im Christentum, im Neuen Testament, eine unvergebbare Schuld gibt. Das hätten Sie noch erwähnen sollen, dass es die Sünde wider den Heiligen Geist, was immer das sein mag, das ist hoch umstritten, aber es gibt auch dort unvergebbare Sünden, eine unvergebbare Sünde. Aus humanistisch-atheistischer Sicht kann man nur eine Vergebung erbitten von dem Menschen, an dem man gesündigt hat, aber nicht von einem imaginären Gott, der die Sünde dann vergeben soll oder dem berühmten Sündenbock. Das Christentum bezieht sich ja
auf die Figur des Alten Testamentes, dass ein Sündenbock, ein reales Tier, vom Priester an den Hörnern gepackt wird und der spricht dann die Sünden der Gemeinde, in dem Fall des Volkes Israel, da drauf und schickt den Sündenbock in die Wüste und dann ist die Sünde weg. Das ist natürlich eine archaisch absurde Lehre, die dann aber ins Christentum übernommen wurde, nämlich dass das Opferlamm, das Menschliche in Jesus Christus, geopfert wird für die Sünde der Menschen. Eine archaisch nicht nachvollziehbare Lehre und Schuld kann nur, sofern sie begangen wurde, aber es gibt natürlich auch imaginäre Sünden, die davon wissen alle Katholiken eine Sache zu erzählen, die zur Beichte gegangen sind und immer neue Sünden erfinden mussten, die sie angeblich begangen hätten, weil der Priester eben sonst nichts zu vergeben gehabt hätte. Das fällt natürlich alles flach und der Begriff der Sünde ist heute auch in gewisser Hinsicht völlig verwässert und vulgarisiert worden und stattdessen spricht man heute von Fehlern. Das ist ein weites Feld und da hat man einen Fehler gemacht, indem man jemanden irgendwie beleidigt hat oder so und das müsste im Einzelnen besprochen werden. Ja, weiß ich nicht, war noch eine Frage? Hier war noch eine, genau. Ist dann die letzte Frage. Ich habe einmal nur eine Anmerkung, was mir bei Ihren Ausführungen, Herr Karl, aufgefallen ist, dass Sie zweimal davon gesprochen haben, die Menschen vor der Aufklärung und dann auch noch mal früher, vielleicht zur griechischen Zeit, dass sie unwissend waren. Das wollte ich nur mal bemerken. Das verstehe ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Menschen früher waren genauso begeistert zu denken, wie wir heute auch. Und haben auch manches nicht gleich so geschluckt, was uns vielleicht auch noch schwerfällt zu schlucken, zum Beispiel Auferstehung oder sowas. Aber meine eigentliche Frage ist die, welchen Sitz oder welche Bedeutung hat die Gerechtigkeit in Ihren Ausführungen? Humanismus ist ja auch eigentlich etwas, was auf Gerechtigkeit hingeht. Und wir wissen, dass für Menschen Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Und wenn ich so an die Weltgeschichte denke, wie viele Menschen da traktiert worden, vorzeitig getötet worden, man braucht ja nur an Stalin, ans Dritte Reich oder so. Es gibt massenhaft Beispiele, deren Leben dann aufgehört hat. Wie ist das mit der Gerechtigkeit da? Ohne dass es dann später vielleicht zu einer gewissen Gerechtigkeit kommt nach dem Tod. Vielleicht gibt es da eine Antwort drauf. Also Gerechtigkeit ist natürlich eine Leitidee des Humanismus, wobei ich sofort einräume, was jeder weiß, der darüber schon mal nachgedacht hat, dass heiß umkämpft ist, was ist gerecht? Und dass das Rechtswesen mit Recht einen Instanzenweg hat, aber selbst in der höchsten Instanz können Fehlurteile erfolgen und insofern gibt es tragischerweise keine Garantie für Gerechtigkeit und das ist so und bleibt so, obwohl wir natürlich alles dran setzen müssen, dass die Welt gerechter wird und die Gerechtigkeit ist auch eine wichtigere Orientierung als die sogenannte Feindesliebe. Feindesliebe gilt sozusagen als Gipfel der christlichen Ethik. Aber wie soll ich Adolf Hitler lieben, der 6 Millionen Juden hat umbringen lassen? Das sind alles Absurditäten, etwa die Idee der Feindesliebe. Und zur Gerechtigkeit gehört auch die Mäßigung. Das steht auch in meinem neuesten Buch, das vorne liegt, am Beispiel von
Michael Kohlhaas kann man sehen, das ist eine Erzählung des deutschen Dichters Heinrich von Kleist, wo jemand zum Verbrecher wird, obwohl er nur seine Gerechtigkeit einfordert. Wenn die Gerechtigkeit dann aber auch über Leichen geht, so wie bei Wilhelm Kohlhaas, dann schlägt sie ins Gegenteil um. Also eine hochkomplexe, schwierige Lage, aber Sie haben völlig recht, Gerechtigkeit ist eine entscheidende Leitidee für menschliches Verhalten. Und das Tragische, was zur Melancholie führt, das soll dann auch mein Schlusswort sein, besteht darin, dass eben so viel Ungerechtes und Leidvolles geschieht, ohne dass es korrigiert werden könnte. Das ist ja so, selbst wenn es jenen Ausgleich gäbe, von dem das Christentum erzählt, dadurch wird ja nicht im Geringsten etwa das Leid von vergewaltigten Frauen ungeschehen gemacht. Oder von den 6 Millionen Juden wird auch nichts ungeschehen gemacht. Da kann man nur schließen, selbst wenn es die angebliche göttliche Kompensation gäbe, dass eben die Welt in sich strukturell unvollkommen ist und eine Missgeburt ist, die korrigiert werden kann. Ja, Entschuldigung. Also die Welt ist strukturell ungerecht und man kann sie auch nicht wirklich dauerhaft verbessern, immer nur schrittweise. Wofür spricht das? Für ein Weiterführen nach dem Tod. Ja, vom Wunsch her spricht das dafür. Aber das ist eben das Wunschdenken, das im Atheismus wegfällt. Da gibt es leider... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Warum ist es Wunschdenken, dass es nach dem Tod weitergeht? Warum ist Wunschdenken, ist, dass es nach dem Tod weitergeht? War die Frage, ne? Ja. Weil alles, was wir im Laufe der wissenschaftlichen Biologie und Neurologie wissen, so ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass an intakte Gehirnstrukturen ein Fortleben des Geistigen gebunden ist. Das ist ja das Makabre, was Menschen erleben müssen, wenn sie von Demenz und Alzheimertum konfrontiert sind, dass dort eben ja, der Geist auch abstirbt und dass da nichts Sinnvolles übrig bleibt. Da brechen wir mal kurz ab und Jürgen Spieß hat auch noch die Möglichkeit, ein kurzes Schlusswort zu sagen oder dazu noch mal kurz Stellung zu nehmen. Und dann, wir haben danach noch beliebig viel Zeit, je nachdem, wie lange Sie alle da bleiben wollen. Aber diese Veranstaltung sollte dann trotzdem langsam ein Ende finden. Also noch ein Schlusswort von Jürgen Spieß. Ja, ich hatte ja eben mich zum Wunschdenken schon geäußert, dass das Wunschdenken ja kein Argument ist, sondern eine Erklärung, wenn man das Argument schon gefunden hat. Und so verstehe ich auch die Frage, man müsste ja erst mal erklären, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und erst dann kann man sagen, dass diejenigen, die an Gott glauben, obwohl es keinen gibt, dass sie Wunschdenken folgen. Oder dass diejenigen, die nicht an Gott glauben, obwohl es einen gibt, auch einem Wunschdenken folgen. Das Wunschdenken-Argument hat zwar eine große Wirkung, ist aber nicht logisch. Das besagt nämlich, was ein Mensch wünscht, ist nicht real. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt Wünsche, die in Erfüllung gehen, andere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Man müsste fragen, was ist der Grund, dass einer etwas wünscht? Wie weit ist das begründet? Und die letzten Äußerungen habe ich auch so verstanden, dass natürlich die Gottesfrage bedeutet, dass es eine Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte nur geben kann, wenn es einen Gott gibt. Sonst gibt es keinen. Der Atheismus hat keine Hoffnung für die Opfer der Geschichte. Das ist eine trostlose Philosophie. So verstehe ich das. Das hat mich selber damals auch sehr bewegt. Und zwar nicht nur in der Geschichte, sondern überhaupt für Leute, die in jungem Alter sterben und ähnliches. Denen kann man nur sagen, du hast Pech gehabt. Wir haben kein Pech gehabt. Wir sind ziemlich alt geworden und haben ziemlich viel
viel auch Gutes erlebt. So verstehe ich diesen Punkt. Mit der Hirnforschung zu kommen und sagen, Gott kann da nicht hinüber, ich glaube, da unterschätzt man doch die Möglichkeiten Gottes. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es der, der die Welt geschaffen hat, der also der Schöpfer ist, wir sind die Geschöpfe. Wenn es einen Gott gibt, kann er auch eine neue Welt schaffen, wenn es einen Gott gibt. Und das ist eigentlich die einzige Hoffnung für die Opfer der Geschichte. Das ist ja auch ein sehr starkes Statement, was Sie sicher auch kennen, von Horkheimer, der das als, der ja auf die Frage, ob es einen Gott gibt, geantwortet hat: Ich fürchte, es gibt keinen Gott. Denn wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Gerechtigkeit. Und das ist unerträglich, hat Horkheimer. Das ist absolut unerträglich. Und man muss sagen, das ist eigentlich die Hoffnung. Nun könnte man sagen, das wäre Wunschdenken. Aber wie gesagt, das Wunschdenken-Argument sagt mir die Gottesfrage nichts aus. Die entscheidende Frage ist, wie ist das Denken oder das Wünschen, dass man kann auch als Atheist wünschen, dass es keinen Gott gibt. Vielleicht möchte man gar nicht mehr sein Leben vor einem Gott. Ob Hitler und Stalin das so originell und gut finden, dass es einen Gott gibt, bin ich sehr im Zweifel. Also die würden wahrscheinlich doch denken, es wäre ganz gut, wenn es keinen gäbe, weil wäre ungünstig, wenn wir uns nochmal rechtfertigen müssen. Es gibt auch viele Verbrechen dieser Welt, weil die Leute denken, sie müssen sich nie mehr rechtfertigen. Es gibt keine Gerechtigkeit. Im Diesseits gibt es keine, das stimmt. Aber wenn es einen Gott gibt, wird es einmal die Gerechtigkeit geben für die Opfer und Täter der Geschichte. Und das halte ich doch für einen sehr hoffnungsvollen Ansatz, der meiner Meinung nach nicht mit dem Stichwort des Wunschdenkens konterkariert werden kann. Weil das Wunschdenken sagt nichts über die Erfüllung der Wünsche aus. Sondern die Frage ist, wie ist das Wunschdenken begründet? Und Christen begründen das ihre Wünsche mit der Auferstehung. Und eben wurde ja das Stichwort vor und nach der Aufklärung gesagt. Mir ist oft schon gesagt worden, ja, vor der Aufklärung konnten die Leute als noch an die Auferstehung glauben. Das kann man den modernen Menschen nicht zumuten. Da hat sich nichts geändert vor und nach der Aufklärung. Als Paulus in Athen über die Auferstehung sprach, gab es drei Gruppen von Hörern. Spötter, Vertager und zum Glauben Kommende. Die drei Gruppen gibt es ja heute. Daran hat die Aufklärung nichts geändert. Vielen Dank, das war jetzt nochmal ein impulsives Schlusswort.